Ich habe mitgekriegt, dass Jugendliche, die ihr Handy voll beherrschen, nicht mehr wissen, wie ein alten Telefon mit einer Wählscheibe funktioniert wird. Was wohl nicht schlimm ist, aber das tut mich dazu beruhigt, diesen Film zu produzieren, wo ich um Beispiel von einem Tonstudio erklären, wie rasant die Evolution von den elektronischen Musikinstrumenten war und das an den letzten 60 Jahren, wo ich dabei bin. Den Interesse, Musik abzuholen, geht es schon ganz lang. Die ersten Geräte sind im 1860 entwickelt gien. Sie sind damals nur in einem professionellen Bereich angewandt gien, zum Beispiel an den Radiostationen, und es hat gedauert bis ca. 1950, bis die ersten Magnettonbänder für Privatleute rauskommen. How does it möglich, dass Privatleute Film- und Tonabnahme machen können, die auf professionell Qualität rücken? Durch die Entwicklung von programmierbaren Prozessoren sind Computer entstanden. Da sind diese Prozessoren an Musikinstrumente, wie zum Beispiel ein Keyboard, angebaut gehen. Aber mir wird gesehen, dass die Evolution von den Prozessoren von den Computern, die hier Rechenaufgaben immer mehr schnell konnte machen, parallel auch die Evolution von den Musikinstrumenten beeinflusst haben. Meine ersten Abnahmen habe ich mit einem UH-Tonbandgerät gemacht. Ich habe Piano gespielt und habe gleichzeitig die Kabel vom Mikro um den Hals gewickelt, weil ich kein Stativ für ein Mikro hatte. Damit konnte ich einen normalen analogen Piano an eine Gesangsstimme gleichzeitig abholen und nur mich selber lauschen. AEG hat 1935 das erste Tonband präsentiert. Die Abnahmen sind auf Magnettonbänder gemacht, die Mono, später Stereo waren. Für Stereo wurde in zwei Spuren oder Pisten oder Tracks um Band gebraucht. Mehr spät kam noch professionellem Vierbild ein TAC-Feierspur-Tonbandgerät raus, wo in eine Spur, zum Beispiel Piano, konnte abholen, dann noch eine Zweitspur, zum Beispiel Gesang, während in die erste Spur vom Piano konnte synchron lauschen. Damit wären also bis zu vier, dann noch 8 Spuren möglich. Bei den professionellen Studios sind es mehr Breitbänder bis 50,8 mm gehen, wo Platz für 24 Spuren war, die parallel oder eine nur der andere abgeholt wurden. Die Einzelspuren sind dann an einem Mischpult gemixt gehen. Für das Grand Public sind nun nur die Schellackplatten, Vinyldisken, Magnetkassetten, die Philips 1963 auf den Markt gebracht hat, kommen. Das war nicht anders wie ein Tonband, was an einer Kompaktkassette gelaufen war. Format war so klein, dass die Apparate transportabel gaufen. 1981 kam der Kompaktdisk raus, der nach heute bekannte CD. 1987 hat Sony DAT-Kassetten rausgebracht. Das waren Kassetten, auf denen digital Daten abgeholt sind und dadurch Bandrauschen nicht mehr zu hören war, weil der große Qualitätssprung war. 1991 kam der Minidisc, ein Kompaktdisc von Sony heraus. Das war ein Mini-CD an einem Geheiß. Ich habe viel für den Theater produziert. Anfangs waren nach Tonbändern im Gebrauch. Dass den Techniker wusste, wo die Musik von einer Szene gief aufhängen und abhalen, und ich mich ein Weißband der Töchtbächen. Die merkt, Zeitspannen zwischen den Erfindungen geht immer mehr kurz und es hat je nach Theater ein anderes Support gebraucht. Wenn ich am Anfang nur ein Analoginstrument wie Piano, Akkordeon und Gitarre hatte, kommen immer mehr elektronische Instrumente auf den Markt. Die ersten sind elektronisch Urgel genannt, aber dann kommen andere synthetische Sounds heraus, die mehr wie Piano, Flöte und so weiter geklungen haben. Der Begriff Keyboard hat sich durchgesetzt. Mit Hilfe von den Prozessoren sind synthetische Sounds abgeholt. Daher kommt der Begriff Synthesizer. Mein erster Synthesizer 1985 war ein Roland JX8P. Zaunte waren mit Hilfe von diesem Programm verstellbar. Sie konnten auf diesem Datenspeicher versucht gehen.
die gesagt, dass die Musikindustrie die Zeit eigen Datenspeicher erfunden hat. An der Zeit hat er von Kilobyte geschwadert, nicht von Gigabyte oder Terabyte wie heute. Für die zu stockieren war an Ass eine ständige Recherche nötig. Mein erster Sampling-Synthesizer 1986 war ein Korg DSS-1. Den Unterschied ist, dass er eine Tonabnahme z.B. von einem richtigen Piano gemacht konnte gehen. Er hat mit einem Mikro eine Note abgeholt und der Sampler hat die bekannte Frequenz auf die anderen Noten hochgerechnet. Der Piano hat schon besser geklungen wie der synthetischen, aber es war durch die reduzierte Speicherkapazität nicht möglich, all 88 Tasten zu samplen, mit nur ein paar. Der gesampelte Sound als dann auf einem damals handelsüblichen Floppy-Disk gespeichert ging, Computerwelt und Musikinstrumentenwelt hatte sich fand. Du kommst ein bisschen, dass Musikinstrumente, egal von welcher Macht, könnte man nicht kommunizieren. 1982 wurde der MIDI-Standard erfunden, Musical Instrument Digital Interface. Eine geniale Erfindung, die bis heute nach dem Gebrauch ist. Demals hatten Synthesizer nur wenig Stimmen, sie konnten nur 4 bis 16 gleichzeitig produzieren. Durch die Verbanne von 2 Armee-Instrumenten konnte man einem Keyboard auf dem anderen Ton mitspielen, was mehr fettige Klang gab. Dir erinnert dich vielleicht an Pop-Konzerte von Jean-Michel Jarre, wo riesig Keyboard-Burgen auf der Bühne stungen. Dafür wurde den dünnen Expander ohne Keyboard per MIDI-Kabel angeschlossen. An den Expander waren massig Sounds, und es wurde in dem noch kein Zech Keyboards mehr gebraucht, mit konnte ihn auf die Instrumente an den Expander zurückgreifen. Trudie war begeistert. Die Evolution von den Expanderen als anderem mit der Evolution von den Datenspeichern stetig verbessert ging. Mein nächster Expander, Roland U110, hat 2 MB auf ROM-basierte Sounden. Es gab zusätzlich Soundkarten zu kaufen, ROM-eigen entwickelt Speicherkarte für Roland. 6 Instrumente konnten gleichzeitig multitimbral gespielt gehen, das heißt zum Beispiel ein Piano mit einem Bass, einer Gitarre, einer Trompette, einer Geige, einer Flüte und einer Batterie. 1991 kam der Roland SC-55 an mein Arsenal. 16-fach multitimbral. Das Ganze also viel mehr performant bei einem halb so großen Geheiß. Dennoch kam der Roland XV3080, der 6-fachen Expander, 121-fach multitimbral. Für das alles besser klingt, kommen Effektgeräte dabei. Für zum Beispiel Hall, Kompression, Disposition vom Klang am Raum und so weiter. Das waren am Anfang alles externe Apparate, die eure Burge gebildet haben. Zum Beispiel Roland Digital Delay oder Sony Multiprozessor. Mein Mischpult Tascam M2524 als dafür da, für dat mein Tonbänder, Kassette, Rekorder, DAT, MD, CD, Player, Synthesizer, Sampler, Expander und so weiter zentral könne gemixt gehen. Der Roland VS1680 als ein transportabel 16-Kanal-Mischpult, mit dem ich kann digital abholen, mixen, mit Effekten mischen und so weiter. Ein ziemlich undurchsichtig, kompliziert Maschine. Bislang habe ich noch nicht über den Computer geschwärt. Der Computer ist heute so performant, dass der Ball alles, was ich bislang genannt habe, kann ersetzen. Das ist dem nur eine echte Geschichte. Mein nächster Computer hatte ich zur Zeit, wo bei uns an der Firma, wo ich geschafft habe, nur eine Buchungsmaschine war. Die war für die Kontabilität, an die anderen Büros Menschen haben alles auf der Hand geschrieben, auf von einer Sekretärin auf einer Schreibmaschine tippen gelos. Es war ein Atari ST. Für was die Schwach? Es war der erste Computer mit angebauter MIDI-Schnittstelle. Also ideal als Musikcomputer.
Mit die ersten Softwareprogramme für Musik abzuholen, sie von Steinberg Cubase entwickelt gehen. E von den Hauptleuten von Steinberg als Fortgängern hat eMagic gegründet, mein Produkt Notator. Die zwei Programme sind nach Haut mit die Best weltweit, als sind zu Hamburg entstanden. Später hat Yamaha Steinberg überholt und Apple hat eMagic gekauft und das Produkt Gove Logic genannt. Ich war immer bei Cubase für Steinberg blieben, die bis heute sowohl auf Windows PC wie für Mac Computern zu kreieren ist. Mein erster Studio PC war Medion, dann sind ich auf Mac Pro geklommen, an der Los seit April 2019 sind ich auf einem Mac Mini unterwegs. Wenn der Mac Pro ein Monster war, dann ist also der Mac Mini, wie der Name schon sieht, mit viel mehr Performance wie sein Dick-Kollegen am Studio. Die Software von Steinberg hat einem erlaubt, MIDI-Signale abzuholen, später, wo die Computer mehr performant kaufen, auch Audio direkt über Mikro abzuholen, zum Beispiel Gesang. Er kann MIDI-Instrumente, zum Beispiel Expander, von außen abholen oder intern VST-Instrumente, eine Plattform für Entwickler von Instrumenten, die von Steinberg erfunden kaufen. Das heißt, lohne ich an einem Computer über 10.000 Instrumente, massig Effektgeräte, das ganz gut an dem internen Mischpult mit bald unendlich viele Kanäle gemixt, gemastert, an eine CD gebrannt oder ein MP3 oder direkt auf eine Musikplattform wie iTunes oder Soundcloud geladen. Zeit von den Keyboards an Effektburschen als eigentliche Rhythmus. Als Beispiel ein modernes Instrument, VSL, eine Firma von Wien, hat ein Vienna Symphonic Library erstellt, die ganz aufwendig an einem perfekten Saal mit richtigen Instrumenten abgehalten ist. Das Instrument gehen heute für Filmmusik gebraucht. Konzert D274, also gesampelte Steinway D274, die mit 4000 Samples pro Tast abgeholt wird. Alle Tasten als mit verschiedenen Velocitien, Anschlagstärken auf Deutsch, von einem eigens entwickelten Roboter angeschlagen gehen. Allein diese Piano hat als in der vollen Version 266 GB. Dafür brauche ich performante Computer mit einer großen CPU. Musikprogramme fordern nämlich immens viel von den Computern. Wenn ich einen Akkord abhält, sind da ca. 8 Tasten parallel, das ist zeitgleich. Der Computer rechnet aber seriell, also Noten vom Akkord sind ganz schnell nur nähen zu hören. Der Mensch sei nur hört die Zeitverzögerung recht, wenn sie mehr lang wie ca. 10 Millisekunden geht. Wenn der Pianist eine Taste drückt und den Ton kann der recht mehr spät wie 10 Millisekunden aus dem Kopfhörer, dann geht sein Spielgefühl problematisch. An der Praxis hält ihn aber 100 oder mehr VSD-Instrumente an Effektgeräte ab. Da könnt CPU vom Computer aus den Limiten. Mein Atari hat damals einen Speicher von 1 Megabyte. Es war nur möglich, MIDI abzuholen, die Audioabnahme gab mich später recht möglich. Wie sieht, etwas viel geschieht an den letzten 60 Jahren, an den Musiker ist heute gleichzeitig Toningenieur.